Also mein Name ist Dennis Brunotte. Ich war früher Programmleiter in einem wirtschaftswissenschaftlichen Verlag und bin jetzt freier Lektor im Bereich des Fachbuchs. Also ich möchte jetzt den Ergebnissen der Zukunftskonferenz nicht vorgreifen. Aber ein Trend ist sicherlich klar, das muss man eigentlich nicht nochmal sagen, das ist die Digitalisierung. Wenn ich das jetzt mal aus der Perspektive des Fachbuchs betrachte, und da, das ist so mein Spezialgebiet in dem Bereich, dann muss man schon eins feststellen, wahrscheinlich wird der Fachbuchhandel größere Probleme bekommen. Ja? Also wir müssen uns als Fachbuchverlage schon fragen, wird der Fachbuchhandel in Zukunft noch ein Partner sein oder können wir als Verlage noch Partner für den Fachbuchhandel sein, weil ja schon jetzt jedes Jahr die Regalfläche für das Fachbuch reduziert wird. Das heißt, das wird sich wahrscheinlich sehr stark auf den Onlinehandel reduzieren und dort müssen wir gucken, welche Plattformen die leistungsfähigsten sind, um unsere Produkte, wenn wir jetzt nur mal die Printprodukte rausnehmen, welche Plattform dort die meiste Performance bringt, um unsere Produkte zu verkaufen. Ja. Und dann wird man sich fragen müssen, wie werden wir unsere Produkte auf diesen Plattformen präsentieren. Es wird halt nicht mehr reichen, dass man einen Blick ins Buch oder sonst irgendetwas anbietet, sondern da muss halt einfach zusätzliches Material da sein, um uns oder unsere Bücher von denen der Wettbewerber letztendlich abzukoppeln. Aber da bin ich ganz selbstbewusst. Mehr Fläche, ja? Wobei der Fachbuchhandel natürlich auch weiß, oder nicht umsonst die Fläche reduziert. Aber manchmal denke ich mir eben als Lektor, und wir machen ja im Fachbuch erstaunlicherweise immer schönere Bücher. Ja? Und die verkaufen sich auch noch gut. Es ist ja nicht so, dass wir keine Fachbücher mehr verkaufen, sondern wir verkaufen sie gut und wir investieren viel mehr Geld in ein Fachbuch. Ja? Nicht nur in Marketing, sondern vor allen Dingen auch in die Produktion, sodass die Bücher auch optisch viel, viel schöner werden, haptisch einfach eine wunderbare Qualität haben, wie wir sie früher überhaupt nicht hatten. Das heißt, man braucht für diese Bücher natürlich dann auch eine Präsentationsfläche. Und das würde ich mir wünschen, wenn der Buchhandel weiterhin daran glaubt, weil er hat ja letztendlich vor Ort immer noch seine Kontakte zu den Kunden. Ja, ob das Unternehmen sind, die um die Ecke sind auf der Königstraße, eine Werbeagentur, oder ob das vielleicht ein größeres Unternehmen ist, wo der Buchhandel letztendlich das Rechnungsgeschäft macht. Also Prototype ist erstmal eine schöne Plattform, um überhaupt Ideen zum Reifen zu bringen, wenn man halt einfach Unterstützung bekommt, das als erstes. Das zweite ist, mit Agent Me stellen wir ein Projekt vor, um die Prozesse im Bereich der Manuskriptakquise zu optimieren. Und mein Ziel ist es eigentlich, dass wir diese Plattform auch wirklich zum Leben bringen. Ich bin da auch ganz zuversichtlich, weil es mehreren Zielgruppen hilft, ihre Arbeit zu verbessern. Nummer eins, die Lektoren. Die Lektoren bekommen einfach ein viel schöneres Netzwerk. Ja? Mehr oder weniger auf Klick. Die sehen im Grunde, welche Rechte international als auch national angeboten werden von Autoren. Ja? Das zweite ist Autoren. Autoren haben eine Plattform, womit sie ihre Projekte einem breiten Verlagspublikum vorstellen können. Bisher immer ein Manko. Man kennt den einen Lektor oder den einen Verlag und an den wendet man sich. Das Projekt wird nicht angenommen. Dann steht man vor einem kleinen Dilemma. Das dritte sind natürlich internationale Verlage. Ja. Ich bin davon überzeugt, dass sich internationale Verlage mit ihren Rechteabteilungen viel stärker in den Wachstumsmärkten darauf konzentrieren sollten. Und solche gesättigten Märkte, mit denen sie aber immer noch gute Umsätze machen, wie den deutschsprachigen Markt, dass sie das im Grunde Online-Plattformen wie Agent Me überlassen sollten, ihre Rechte zu handeln. Und das vierte sind letztendlich Agenturen selbst, die jetzt schon Teile von dem internationalen Geschäft übernehmen. Die können das ähnlich wie andere Online-Plattformen als zusätzlichen Marketplace benutzen, um die Rechte ihrer Kunden zu vermarkten.